Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin euer Bundesschatzmeister und ich kandidiere erneut. Ich will zu meiner Qualifikation nicht allzu viel sagen. Meine Bewerbung habe ich lange abgegeben. Ihr findet sie im Antragsheft 3 auf Seite 83. Und da steht auch etwas dazu drin, sagen, wie ich beruflich dazu qualifiziert bin, was ich im Personalrat gemacht habe, was ich kommunalpolitisch bisher gemacht habe in der Vergangenheit und auch zu meinen politischen Aktivitäten in der Linken. Und wie meine Arbeit bewertet wird von den Gremien, mit denen ich zusammengearbeitet habe und die mich kontrollieren müssen, das findet ihr im Antragsheft 2. Der Bericht des Bundesausschusses, der eben schon genannt worden ist, liegt schriftlich vor, auf Seite 74 des Antragsheft 2. Ich habe mich sehr gefreut über das Lob, das ich bekommen habe vom Bundesausschuss und ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut über die positive Bewertung durch die Bundesfinanzrevisionskommission. Aber ich will nicht so sehr über das reden, was bisher gelaufen ist. Ich will darüber reden, vor welchen Herausforderungen wir jetzt stehen. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind ganz unterschiedlich. Wir haben es zu tun mit einer Mitgliedschaft in den östlichen Landesverbänden, die älter wird, die gute Beiträge zahlt, aber bei der wir uns überlegen müssen, wie wir Wahlkämpfe organisieren wollen, wenn die Genossinnen und Genossen in einem Alter sind, dass man ihnen eben nicht mehr zumuten kann, selbst an die Laternenpfähle zu klettern und Plakate aufzuhängen. Das geht nicht mehr, man muss trotzdem organisieren, dass die Arbeit funktioniert, nicht nur in Wahlkämpfen, auch sonst so. Und wir müssen überlegen, wie wir im Westen, dort, wo wir Aufbau betreiben müssen, neue Kreisverbände aufbauen wollen, Mitglieder gewinnen wollen, wie wir es organisieren wollen, wenn wir den Mitgliedern Eintrittserklärung geben wollen, dass sie dann auch jemanden haben, bei dem sie anrufen können, der auch sagen kann, ja klar, komm zu uns. Und das ist wichtig, denn nur sagen, dort, wo der Genosse ist, ist auch die Partei. Und wir brauchen Mitglieder, gerade im Westen. Und wir brauchen Strukturen und Ansprechpartner, um diese Mitglieder in Empfang zu nehmen, um sie willkommen zu heißen, einzuladen für die Arbeit in der Linken. Das ist notwendig. Und wir brauchen jetzt besonders für die Wahlkämpfe, die anstehen. Und der Bundestagswahlkampf steht vor der Tür. Da brauchen wir auch Strukturen in den westlichen Landesverbänden, die uns überhaupt in die Lage versetzen, dort entschlossen Wahlkampf betreiben zu können. Um das, was wir an Visionen entwickeln, gemeinsam entwickeln, an Programmatik entwickeln, dass wir es auch umsetzen können, dafür braucht man Menschen. Und diese Menschen müssen auch da sein. Und wir brauchen Strukturen. Und diese Strukturen müssen wir schaffen. Und dafür müssen wir insbesondere die westlichen Landesverbände auch strukturell aufbauen. Das alles kostet Geld. Und wo kommt das Geld her? Wir sind die einzige Partei im Bundestag, die eben keine großen Spenden bekommt. Von der Allianz, von der Deutschen Bank, von großen Konzernen. Und wir wollen das auch nicht. Wir wollen das ganz bewusst nicht, weil wir uns nicht abhängig machen wollen vom Kapital. Weil wir uns nicht sponsern lassen wollen von Großunternehmen. Unser Schatz, unser größter Schatz, das sind die Mitglieder. Das sind die Mitglieder mit ihren Ideen, mit ihren Kämpfen, mit ihrer Arbeit, aber auch mit ihren Mitgliedsbeiträgen. Und ihr müsst euch das vorstellen. Mitgliedsbeiträge, wir haben im östlichen Landesverbänden haben wir viele Rentnerinnen und Rentner unter den Genossinnen und Genossen. Die zahlen von ihrer Rente jeden Monat 10, 15, 20, 25 und noch mehr Euro Mitgliedsbeiträge. Das fällt ihnen nicht leicht. Das fällt ihnen wirklich nicht leicht. Und ich kann euch sagen, im Karl-Liebknecht-Haus, das ist nicht das Einzige, was im Karl-Liebknecht-Haus mache ich einmal im Jahr bisher, sagen, wir haben ja einen Unterschriftenautomat, der wird nicht für alles eingesetzt. Die Zuwendungsbescheide für die Spenden, die wir bekommen, die habe ich in diesem Jahr auch wieder selbst unterschrieben. Das sind tausende Zuwendungsbescheide, sozusagen Bescheinigungen. Das sind Beiträge, Spendenbeiträge von 2, von 3, von 5 Euro dabei. Ich mache das ganz bewusst selbst. Ich mache es selbst, weil mir geht da wirklich das Herz auf. Mich rührt das an und bewegt das, wenn ich sehe, dass da Menschen bereit sind, für unsere Partei, für die gemeinsame Idee eines demokratischen Sozialismus 2, 3, 5 Euro zu spenden. Und das ist ein schönes Gefühl, wenn man das 1000-mal unterschreiben kann und sehen kann, das ist nicht die Macht der Millionäre, die Macht der Konzerne. Das ist die Macht der Millionen, der tausende Mitglieder und Sympathisanten der Linken. Das ist ein gutes Gefühl. Und diese Mitglieder. Und deswegen, wenn man weiß, wie schwer das den Menschen fällt, dafür Beitrag zu zahlen, Spenden zu leisten, dann weiß man auch, dass man mit diesen Geldern sorgfältig umgehen muss. Dass man sie ganz sorgfältig verwalten muss. Das ist ein Schatz, den man hüten muss, den man sorgsam verwalten muss. Und das kann man nicht alleine. Das können wir nur zusammen mit den Gremien. Und das haben wir im Bundesfinanzrat gemeinsam besprochen. Ich danke auch beim Aufbau der westlichen Landesverbände für die Zusammenarbeit mit Werner Dreibus, dem Bundesgeschäftsführer, mit dem wir sehr eng Zielvereinbarungen abgestimmt haben, mit den Landesverbänden abgestimmt haben. Eine super Zusammenarbeit.
Und ich danke auch nochmal, wenn ich das noch sagen darf, für die gute Zusammenarbeit, die ich gehabt habe mit Wolfgang Gierke, mit Dieter Dehm, wenn es um die EL-Beiträge anging. Da haben wir neue Verfahren entwickelt. Transparenz, Offenheit, all das ist richtig. Das haben wir umgesetzt und ich möchte es zukünftig wieder tun. Ich bin euer Bundesschatzmeister und ich kandidiere erneut. Danke.